Die Gewerbeanmeldung erfolgt in Österreich über das jeweilige Magistrat oder die jeweils zuständige Bezirkshauptmannschaft. Die Gewerbeanmeldung können Sie in Österreich relativ unkompliziert, bequem von zu Hause machen, über oder mit Hilfe eines einfachen Online-Formulars. Wo Sie dieses Online-Formular finden und wie Sie dieses befüllen, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Gehen Sie hierfür einfach nur auf den Link gisa.gv.at und dort finden Sie dann auch schon eine Verlinkung zu den jeweiligen Bundesländern. In meinem konkreten Fall handelt es sich um das Bundesland Tirol. Aus diesem Grund klicke ich einfach hier auf das Land Tirol und gelange dann auch bereits zu der Seite des Landes Tirol, wo es um das Thema Gewerberecht geht. Und wenn ich auf dieser Seite dann etwas runter scrolle, finde ich auch hier den Bereich Gewerberecht und habe hier die Möglichkeit, wirklich mein Gewerbe online anzumelden beziehungsweise in weiterer Folge auch abzufragen, wer welches Gewerbe angemeldet hat. Jetzt klicke ich einfach hier auf Gewerbe online und gelange dann weiter auf diese Seite. Und auf dieser Seite, wenn man hier etwas runter scrollt, finde ich wiederum die unterschiedlichen Formulare, welche es mir ermöglichen, einerseits einmal das Gewerbe anzumelden, aber in weiterer Folge dann auch mein Gewerbe vielleicht irgendwann wieder zurückzulegen oder weitere Betriebsstätten bekannt zu geben bzw. anzumelden oder auch weitere Änderungen sind hier möglich. Weiters können Sie hier dann auswählen, ob Sie diese Anmeldungen oder Änderungen letztendlich auch in anonymer Form durchführen möchten oder eben mit Hilfe der Bürgerkarte durchführen möchten. Sehen wir uns hier jetzt einfach einmal das Beispiel mit Hilfe des anonymen Aufrufes bzw. mit der anonymen Anmeldung an und klicken hierfür dann einfach auf die Gewerbeanmeldung. Und wenn wir hier draufklicken, dann gelangen wir zu diesem Formular. Und wie Sie hier bereits sehr gut erkennen können, besteht dieses Formular aus 7 Abschnitten, welche Sie jetzt Schritt für Schritt einfach durchgehen müssen und befüllen müssen. Wir werden uns dieses gesamte Formular jetzt etwas genauer gemeinsam anschauen. Zuerst müssen Sie einmal auswählen, um welche Art von Person es sich handelt. Also handelt es sich bei Ihnen um eine natürliche Person oder um eine juristische Person? Wenn Sie als natürliche Person auftreten, dann müssen Sie in diesem Fall natürlich auch einfach hier natürliche Person anklicken, beziehungsweise wenn Sie dann in weiterer Folge auch einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin bestellen, dann müssen Sie hier um oder wechseln auf natürliche Person mit Geschäftsführerinnen bestellen. Handelt es sich bei Ihnen um eine juristische Person, dann bitte einfach hier die juristische Person auswählen. Ergänzend hierzu müssen Sie dann eben hier auch noch Angaben über die Vertretung machen, also ob ohne Vertretung oder mit Vertretung, sprich ob Sie die Anmeldung selbst durchführen oder sich von jemandem vertreten lassen oder die Geschäfte eben wie gesagt selbstständig durchführen. Und wenn Sie dann hier alles ausgewählt haben, in meinem konkreten Fall wäre es hier jetzt einfach die natürliche Person, und ohne Vertretung, dann klicken Sie auf Weiter und dann gelangen Sie einfach bereits zum zweiten Schritt.